Mods sind so eine Sache. Sie haben den großen Vorteil, dass Modder keine breite Masse ansprechen müssen, ihre Werke nicht plattformübergreifend funktionieren müssen und sie bei Bedarf auch die Designprinzipien der ursprünglichen Entwickler in den Wind schießen können. Der Nachteil? Sie können die Designprinzipien der ursprünglichen Entwickler in den Wind schießen. Das funktioniert aber nicht, wenn diese Prinzipien nicht verstanden wurden. Ich muss eine Regel erst verstehen, bevor ich sie brechen kann. Und das führt dazu, dass die Convergence Mod für Dark Souls 3 etwas schwierig zu bewerten ist. Aber beginnen wir beim Anfang. Falls ihr je ein Magiebild in Dark Souls spielen wolltet, habt ihr sicher festgestellt, dass ihr dabei recht engen Grenzen unterworfen seid. Diese Builds sind durchaus stark, manche nennen sie sogar den versteckten Easy Mode, aber sie müssen auch auf eine ganz bestimmte Weise gespielt werden. Und für viele der Elemente, die Gegner gegen euch einsetzen, gibt es nur wenige oder gar keine Zauber, die ihr selbst einsetzen dürft. Das ist der Punkt, an dem Convergence ansetzt. Die drei Hauptmagiezweige wurden in je vier Unterkategorien aufgeteilt, aus denen ihr euch bedienen könnt, und darauf ist die ganze Mod konzipiert. Es gibt also jetzt auch Totenbeschwörung oder Kryomantie. Bereits bei der Charaktererstellung fällt auf, dass hier viel auf Wiederspielwert geachtet wurde. Es gibt mehrere Dutzend Starterklassen, die bereits mit einem gut definierten Loadout starten. Im Vergleich dazu ist die Klassenwahl in Vanilla ziemlich unbedeutend. Ich habe für meinen ersten Run den Paladin gewählt. Sobald wir dann im Spiel sind, fällt schnell auf, dass wir jetzt standardmäßig Fokuspunkte regenerieren. Da der Fokus so sehr auf Magie liegt, ist das auch nötig, wobei es in-game auch ein paar Ringe für optionale Hard Modes gibt, die sowohl als Startgeschenk als auch früh und günstig in Firelink Shrine erhältlich sind. Bereits das Startgebiet hält ein paar Überraschungen bereit, aber ich verrate hier mal nicht zu viel. In der ersten Boss-Arena finden wir aber auch einen Kreis aus Statuen, mit dem wir besiegte Bosse wiederbeleben können. Ich fand das schon in Dark Souls 2 gut, da es eine Alternative zu den üblichen Seelen-Grindspots darstellt. Meine Sicht hierzu ist schlicht, dass ich einen schweren Boss beim ersten Mal vielleicht nur sehr knapp bezwungen habe. Wenn ich also den Bedarf habe, Seelen zu farmen, schätze ich die Chance, den Boss noch einmal herausfordern und schrittweise richtig meistern zu können. Meiner Meinung nach lernt man so auch viel mehr als von den üblichen Gegnern, die auf den Boss gefolgt wären. Aber wie wir wissen, war Dark Souls 2 ja das schrecklichste Spiel der Welt und man darf bloß keinen seiner besseren Aspekte übernehmen, weshalb Asketenleuchtfeuer auch dort blieben. In Firelink Shrine stellen wir schnell fest, dass der Ort viel belebter ist als sonst. Die Händler für alle Magieschulen sind von Anfang an präsent. Hier sind auch ganz neue NPCs mit frischem Voice-Over dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das günstig finde. Einen passenden Händler zur ausgewählten Starterklasse direkt vor Ort zu haben, ist eine Sache. Aber ich denke, es wäre durchaus hilfreich gewesen, wenn man den Rest in den frühen Spielgebieten gefunden hätte, wie man es auch in Vanilla tut. Aber so trägt es dazu bei, dass Firelink von Anfang an sehr überfrachtet ist mit Dingen, mit denen die gewählte Klasse so bei erstmal ohnehin nichts anfangen kann. Eine weitere Änderung in Firelink betrifft unser großes Ziel, die Aschefürsten zu töten. Lotlev ist jetzt kein Aschefürst mehr, kann aber dafür von Anfang an Bossseelen in entsprechende Items umwandeln und Schild bei Andrzej. Lotlevs Thron wird von Prinz Lothric übernommen. Und dessen Thron wiederum von Pontiff Sullivan. Das ist auch keine große Überraschung, wenn man weiß, dass Sullivan ursprünglich als der finale Boss konzipiert wurde. Hier ist er nun ein vollwertiger Lord of Cinder. Während wir die veränderte Spielwelt erkunden, zeigen sich ein paar interessante Änderungen am Leveldesign. Es gibt nun diverse Verbindungen zwischen Gebieten oder Abschnitten innerhalb von Gebieten, die vorher nicht da waren. So könnt ihr zum Beispiel schon von der Kathedrale zu den Untended Graves. Was aber ein gewaltiger Sprung in Sachen Schwierigkeit ist, wahrscheinlich ist das eher für NG+ oder sehr erfahrene Spieler gedacht. Einige Gebiete wie Ivrifil Dungeon, was nie unter meinen Favoriten war, werden dadurch auch etwas verkürzt, wobei es trotzdem Belohnungen für die Spieler gibt, die trotzdem die komplette Gegend absuchen. Arch Dragon Peak spielt nun seine bereits vorhandenen Abkürzungen besser aus, wodurch es mit weniger Lagerfeuern auskommt. Dafür fallen die Änderungen an den DLC-Gebieten sehr überschaubar aus. Und einige Bosse wurden ebenfalls verschoben oder durch völlig neue ersetzt. Curse Rotted Greatwood weicht zum Beispiel einem super agilen Druiden, der sich durchaus wie ein offizieller Kampf anfühlt. Andererseits gilt Greatwood, soviel ich weiß, eh als einer der enttäuschenderen Bosse der Souls-Reihe, es konnte also nur besser werden. Convergence macht auch größeren Gebrauch von Covenants. Da ich wenig online spiele, fand ich die Covenant Grinds in Vanilla immer ziemlich nervig und es gab auch nie wirklich gute Belohnungen dort. Hier gewährt allein das Ausrüsten des Covenants einen kleinen Bonus und alle Gegner können die Währung des Covenants droppen, die dann bei entsprechenden Händlern oder Schreinen eingetauscht werden können. Etwas schade finde ich hier aber, dass die Covenants sich, soviel ich weiß, hier alle sehr ähnlich verhalten. Im Vergleich zur chaotischen Natur der Mountmaker in Dark Souls 3 ist das etwas lame und auch Dark Souls 1 hatte immerhin die nach Humanity gierenden Darkraves. Wenn wir uns die neuen Magiezwerge genauer ansehen, stellen wir auch hier fest, dass es viele Doppelungen gibt. Zum Beispiel eine Version von Soulspear in grün.
Fairerweise muss man hier auch sagen, dass man das Rad nicht überall neu erfinden kann und es auch nur so viele Möglichkeiten gibt, einen Zauber zu schaffen, der Schaden austeilt. Und es sind auch durchaus neue Zauber dabei, die sich sehr gut einfügen. Der Paladin startet zum Beispiel mit Divine Reprisal, einem Schildbuff, der nach dem nächsten geblockten Treffer eine Explosion erzeugt. Man muss natürlich eine Gelegenheit finden, den Schild danach wieder zu buffen, wenn man diese Fähigkeit wiederholt einsetzen will, aber es ist schon cool, auch den eigenen Schild in eine Waffe zu verwandeln. Was ich aber noch nicht erwähnt habe, jeder Covenant hat auch seine eigenen Titanit-Varianten. Und hier zeigt sich das, was ich am Anfang meinte. Dark Souls 1 hatte auch mehrere Titanit-Farben und dort trug es dazu bei, dass das Upgrade-System so verwirrend und intransparent war. Das Upgrade von plus 4 auf plus 5 ist dort eine Verbesserung, von plus 5 auf plus 6 eine Modifikation und von plus 6 bis plus 9 verbessern wir wieder. Intuitiv ist was anderes und das, was später zur Infusion wurde, war auch nicht klar getrennt. Anders gesagt, es hatte seine Gründe, dass Dark Souls 2 und 3 sich auf eine Form von Titanit plus Funkeltitanit und Schuppen beschränkt haben. Jetzt gibt es Ebony Titanite, Molten Titanite, Galvanic Titanite, Edge Titanite, Metallic Titanite. Und das führt dazu, dass große Teile des Upgrade-Materials, das man findet, für den eigenen Build unbrauchbar sind. Das wiederum führt dazu, dass die Gebiete und Gegner zu looten weniger Spaß macht. Ich sehe schlicht nicht, wie das hier das Spiel besser macht. Convergence hat aber auch eine seltsame Beziehung zu Schwierigkeit oder einfach eine seltsame Lernkurve. Nachdem ich begriffen hatte, was die Mod von mir erwartet, sank die Schwierigkeit drastisch. Es regenerieren sich nicht nur Fokuspunkte, was natürlich auch zu unbegrenzten Heilzaubern führt, wenn man solche besitzt, auch passive Heilung ist sehr leicht zu bekommen. Das entfernt die Konsequenzen der vielen kleinen Fehler, die man im Laufe seiner Erkundung eben macht. Ich konnte problemlos ganze Gebiete durchqueren, ohne Estus zu benutzen oder an einem Bonfire zu rasten. Estus brauchte ich vielmehr bei Bossbegegnungen, wo man eben auch mal schneller heilen oder Fokuspunkte aufladen muss. Damit waren auch Estus Splitter und Bone Shards nicht die Meilensteine, die sie in Vanilla darstellen. Und wo wir bei den Bossen sind, auch die finde ich schwierig zu bewerten. Die meisten Bosse sind recht unverändert, aber einige sind eben neu oder wurden verschoben. Yorm ist jetzt kein reiner Gimmick-Boss mehr und Volnir wurde general überholt, was ich begrüße. Aber ich kann ihre Schwierigkeit kaum einschätzen. Ich habe die meisten auf Anhieb geschafft. Und ich schätze mich zwar als erfahrenen Spieler ein, aber ich bin jetzt niemand, der einen Soul Level 1 Run schafft oder interessant findet. Nameless King ist zum Beispiel ein Boss, mit dem ich oft Probleme habe, wenn ich nicht schon sehr überlevelt bin, weil er eben sehr schnell ist und einen dabei gerne mal one-tappt. Aber hier war er quasi ein Spaziergang für mich. Das könnte damit zusammenhängen, dass Dodge-Iframes zumindest gefühlt großzügiger bemessen sind, aber dazu konnte ich nichts finden. Also vielleicht kommt meine Wahrnehmung auch nur daher, dass es leichter ist, eine gute Ausweichrolle zu bekommen. Nichtsdestotrotz wird auch ein Gegner wie Schwester Friede, einer der besten Bosse im gesamten Franchise, zur Witzfigur, wenn deine Klasse sie auf Knopfdruck mit einem Kamehameha durch die Luft schleudern kann. Es ist auch nicht normal für mich, die Demon Princess, Gale oder Midir im ersten Anlauf zu besiegen, wenn man so viele Treffer einsteckt wie ich. Ich denke, der große Unterschied zwischen Vanilla und Convergence liegt in ihrer Mentalität. In Dark Souls startet ihr als niemand und kämpft euch so lange durch, bis ihr am Ende einem mehr oder weniger lebendigen Gott gegenübersteht und diesen besiegen müsst. In Convergence fühlt ihr euch sehr früh selbst wie ein Gott, oder zumindest näher an den vielen legendären Kriegern, von denen wir in Dark Souls immer wieder hören. Wo Bosskämpfe in Vanilla oft ein Kampf wie David gegen Goliath sind, sind Bosskämpfe in Convergence ein Kräftemessen zwischen zwei Gottheiten. Das ist grundsätzlich nichts Schlimmes, aber man kann durchaus argumentieren, dass Convergence hier dem Geist von Dark Souls widerspricht. Zu den Themen der Reihe gehört eben auch, dass es Dinge gibt, über die selbst Götter oder die, die sich für solche halten, nicht erhaben sind. Wenn Vanilla Dark Souls euch nichts Neues mehr gibt, ist Convergence auf jeden Fall einen Blick wert. Gerade wenn euch die Magie in Vanilla zu begrenzt ist und ihr wirklich mit einem solchen Bild eskalieren wollt. Aber es ist wichtig, mit der richtigen Erwartungshaltung an die Mod heranzugehen. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte und bin deshalb fast von ihr abgeprallt. Das hier ist kein Daughters of Ashe, welches vor allem die Karten neu mischt und dabei viel mit euren Gefühlen spielt, aber eben darauf abzielt, wieder die Magie des ersten Playthroughs zurückzuholen. Das hier ist Dark Souls 3 Power Trip Edition. Und das macht es gut, aber das muss auch das sein, was ihr wollt.